Willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim. Ich log mich nur ganz kurz ein. Und dann geht's auch direkt weiter. Wir wollten ja in diesen, ja, Wald mit den fetten Bäumen gehen. Schön, ich bin gerade ein bisschen außer Atem, denn, ja, ich bin gerade von A nach B und C gerannt in der Wohnung. Ja. Der große Wald. Den Dunkelwald haben wir jetzt schon gesehen. Die Mobs dort sind ein bisschen stärker als gedacht. Und genau, wir wollten da hinten rein. Jetzt müssen wir nur einen passenden Übergang finden, ne? Ich habe gerade irgendwas brüllen gehört. Und das war nicht der LKW, der gerade vom Fenster lang fährt. Was ist das dort? Abe, Haba, Hama, Sama. Was ist das da oben? Oh nee. Bloß weg hier. Ich will eigentlich in den Wald da hinten gehen. Jetzt will ich mir aber das Vieh angucken. Was mache ich jetzt? Scheiße! Oh ne, da rennen mir zu viele von den Viechern rum. Hier leuchtet... Ah ne, das war nur eine Spiegelung. Okay. What the fuck war das? Alter, das ist nicht mal so weit. Ah, doch, ist ein ganzes Stück weg von mir. Okay, hier ist irgendein Beschwörungsteil. Da möchte ich doch nicht hingehen. Oh. Oh, was Leuchtendes. Eine Distel. Der Rabe ist nicht hier, okay. Hier haben wir wieder Blaubeeren. Das bedeutet doch, dass hier die Mobs auch wieder stärker sind. Da ist ein Reh. Ich halte mich jetzt mit Absicht mal nur am Ufer auf, denn wir haben ja gerade eben gesehen, anscheinend gibt es in der Mitte der Map auch, ja, ein paar gute große Monster. Hier sind nochmal Blaubeeren. Die nehme ich auf jeden Fall dankend an. Meine andere Nahrungsquelle als wie nur die Erdbeeren, Himbeeren, keine Ahnung was es ist. Und Pilze, 6 und 5. Aber holy shit. Das war ja 4, 5, 6 mal so groß wie ich selber. Und mein Speer ist fast kaputt, das ist auch nicht gut. Oh Mann, ich frag mich, was das Spiel noch so alles zu bieten hat. Oh Gott, jetzt erschreckt man sich schon wegen Laubgeräuschen.
Was ist das? Karotten! Okay, man kann Felder anlegen, ne? Das ist sehr gut. Und bei solch einem dichten Nebel... Oh Gott, das ist ein ungutes Gefühl, was mich gerade durchfährt. Da ist wieder so ein Beschwörungsteil. Hunde, hab ich hier, hör mal. Und tschüss. Au. Au. Hä? Ah! Warum? Gib mir doch den Speer! Hey, warum hat er gerade mit Fäusten gekämpft? Gott, ich werde mich hier auf jeden Fall noch ein paar Mal verlaufen. Ist das der Ozean? Ja, aber hier sind wir schlank geschwommen. Da ist ein Skelett, nein. Ich weiß noch nicht, für was die Disteln gut sind, aber ich denke, man kann sich hier bestimmt irgendwie Heilmittel herstellen. Und tschüss. Aber nein, nein, bitte. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Ah! Scheiße! Lass mich in Ruhe! Ja, natürlich kommen die mir hinterher! Sag mal, trefft ihr mich? Wenn ja, ist das scheiße. Alter, hört auf mich abzuschießen. Komm, Ausdauer. Nice. Alter, die schießt die ganze Zeit Stein auf mich, die Hunde. Oh, drei Stück an der Hand gleich. Wir müssen definitiv erstmal zur Base zurück und uns bessere Waffen machen. Hä? Da ist der nächste!
Der folgt mir genauso. Wildsau, komm mal her. Ich will nur dein Leder haben. Okay, der hat von uns abgelassen. Alter Schwede, was erwartet uns hier in der Nacht alles? Also ich, mittlerweile bin ich echt der Meinung, das Spiel alleine, man muss mindestens 2, 3 Personen sein. Einer, der auf diesen, was war das überhaupt? Ein Riese? Ein Golem? Ich glaube ein Riese. Der den ablenkt und einer, der auf den mit Pfeil und Bogen schießen tut. Aber holy shit. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, mir ist kalt. Ich bin auch nass. Schön und gut. Trotzdem brauche ich immer noch irgendwie mehr Essen. Wie viel Leder haben wir dabei? 6 gerade mal. Das ist gerade, na doch, ein Bogen. Oh, das sieht so geil aus. Kann ich immer wieder sagen. Und weh, uns erwartet jetzt hier wieder so ein Riese. Weil irgendwo sollte ja noch was Gehörntes rumrennen. Die Fackel ist gleich kaputt. Hier ist so ein Beschwörungsaltar. Die wollen einen Hirsch haben. Na, ja, bis dahin dauert's noch. Ich glaube, hier drin spawnt der dann, oder? Okay, Fackel ist broke. Hier ist wieder ein Runenstein. Ich hoffe nur, dass hier niemand angreift, während ich lese. Höre diese Worte von Ulf, einem armen Siedler in einem fremden Land. Du wirst hier gute Steine und gutes Holz finden. Alles Dach zu Boden fällt am Ende fertiger. Hey, das kennen wir doch schon. Ich dachte, da steht irgendwas Neues drauf, aber nö. Das kennen wir doch alle schon. Und irgendwie, hier wäre halt auch ein richtig geiler Bauplatz gewesen. Aber da läuft man ja Gefahr, wenn man so ein Vieh beschwört, dass der einem die Hütte kaputt haut. Ich laufe gerade voll in die falsche Richtung. Hast du gut gemacht, Ike. Da ist noch ein Runenstein. Wenn hier jetzt wieder das Gleiche steht, dann weiß ich auch nicht. Dann hoffe ich mal, dass mit einem Update ein bisschen was Neues reinkommt. Danke Freier für Regen und Sonne, für alle Sprosse, die den Erdboden durchbrechen. Und für die Rebenfrüchte. Danke, okay. Nochmal, danke Freier für Regen und Sonne, für alle Sprossen, die den Erdboden durchbrechen und für die Rebenfrüchte. Danke Odin für Fleisch und Knochen und für die Wärme von Feuer und Pelz, als auch für die Stärke deines Arms. Ja. Dem Odin sollte man wirklich danken. Seiner Frau, der Freya, natürlich auch. Es ist wieder helllichter Tag. Wir können also beruhigt nach Hause gehen. Ohne vielleicht auf so einen Riesen zu treffen.
wie ist das, wenn ich so ein Monster beschwöre und bekämpfe? Bekomme ich dann irgendwie hier so eine Art Zeitalteraufschwung, dass ich jetzt angenommen Metallsachen irgendwie herstellen kann? Oh. Da oben ist nochmal ein Runenstein. Aber ich glaube, den kennen wir schon. Oder auch nicht. Höre diese Worte von... Ach doch, das, was da steht, kennen wir schon. Was haben wir hier? Eine Hütte ohne irgendwas. Mitnehmen. Warum zeigt der Pfeil nach da hier oben in der Map nach unten links in die Ecke? Das wäre ja da lang. Ich muss aber dahin. Und warum bin ich schon wieder auf einem Berg? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann es sein, dass ich mittlerweile mehr Ausdauer habe? Das sind jetzt 4,5 solcher Balken. Kommt mir zumindest so vor, als ob ich mehr Ausdauer habe. Waren wir hier schon? Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Ich glaube, hier waren wir schon. Jetzt sind wir gleich zu Hause. Aber was? Ach, komm doch an. So, Trautesheim, Glück allein, wir sind daheim. Das mit dem Feuer an der Seite, dass ich nur so im Bett liegen und pennen kann, ist echt seltsam. So, wir sind gewärmt. Ganz kurz. Holz. Stein. Feuersteine. Harz. Oh, wir haben 4 Fleisch. Nice. Bam, 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 bam. Hier haben wir wieder so eine Glubschaugen. Das Leder brauchen wir. Ein Hammer kann erstmal dort rein. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Steine. Feuerstein. Holz. Bogen. Nein, mir fehlt 2 Leder. Hölzernes Turmschild. Das braucht auch Leder.
Was ist denn das für eine Kacke? Upgrades. Was stand da? Benötigt Stationsstufe. Wie bekomme ich die? Ach hier, guckt mal. Sechs Leder? Ach egal, kommt. 6 Harz und 20 Holz. 6 Harz. Wir bauen uns jetzt ein Floß. Palim, palim, 7. Geil, wir haben Floß. Ich muss schon noch einen Steg bauen. Was ist das? Eine Schutzmauer, okay. Oh, ein Zaun, nice. Das ist die Wand, das ist der Boden. Ich würde dich gerne gerade haben, genau so. Nee, dann baue ich dich doch lieber hier hin. Hier. Fehlende Voraussetzung. Oh, lol. Oh, das halt so. Frieden. Da. Hallo? 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 Okay. Das war eine kleine Wand. Ja, genau so will ich das mit denen hier haben. Hallo? Hallo? Ja. Mann! Aber jetzt, Ach komm, dann machen wir das so. Nee, kann ich nicht bauen, wenn ich schwimme. Okay. Das ist... Warte mal. Haha! Benutzen. Oh lol. Cool. Ja gut, erstmal schön verbaut. Okay, das mit dem Boot ist definitiv gewöhnungsbedürftig.
Bleib stehen! Bleib stehen! Jetzt bleibst du mal stehen? Alter Schwede! Mann, 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 das ist ganz schön schwer zu handhaben hier. Aber ich muss sagen, der Steg reicht doch aus, wenn der nur eins breit ist. So. So. Okay, ich denke mal, den Steg werde ich offscreen weiterbauen. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.